Willkommen im Zirkus. Ja, das ist so ein Titel, den ich mir ausgedacht habe auf dem Weg von der Lisa zum Lehrstuhl. Und wir wissen, man so ein bisschen Defizit Sauerstoff im Kopf hat, hat man Ideen, die man sonst nicht hat. Zirkus insofern, als wir mit den wilden Tieren im Zirkus immer Gefahren verbinden. Diese Tiere werden dann domestiziert oder irgendwie zumindest gezähmt oder dressiert. Also Tiere löst man in der Regel mehr Respekt ein als Pflanzen, was ich als Botaniker manchmal ziemlich spektakulär finde. Pflanzen halte ich für ausgesprochen gefährlich. Ja. Die Menschen, die hier im Raum sitzen, auch die Studierenden wissen das aus meinen Vorlesungen, Pflanzen sind vieles, aber sie sind eben auch gefährlich. Und deshalb dieser Titel, Menschen, Pflanzen, Attraktionen, Sensationen, Gefährdungen, was auch immer. Lassen Sie uns reinschauen in diesen botanischen Zirkus. Da habe ich eine Anleihe gemacht aus dem Leberhaus, eines meiner Lieblingsbilder von Paul Klee. Das botanische Theater, das mich immer tief beeindruckt. Nicht links unten sehen Sie also den Gummibaum von der Oma. Ganz rechts sehen Sie die Carnitia, das ist ein wunderbarer Candelabra-Kaktus. Und alles andere mögliche Pflanzen bekommen plötzlich eine Art abenteuerliche Form und tun eben alles Mögliche, was wir gar nicht erwarten. Und was sie tun, ist ihnen natürlich nicht ganz unbekannt. Sie beschäftigen sich alle mehr oder weniger täglich mit Pflanzen. Da ist das Moment der Schönheit. Und sie auch fragen, warum die Evolution so viele Dinge macht, die wir als schön empfinden. Dann den zweiten Punkt der Nützlichkeit, was für uns immer noch wichtig ist, war natürlich zu Beginn der Menschwerde noch wesentlich wichtiger als heute, möchte man sagen. Dann auch den ganzen Punkt des Lästigen, ja, Unkraut und anderes. Und schließlich das, was ich Ihnen etwas freundlich gesprochen habe, das Gefährliche. Also, schauen wir also das Nüchterne an, von der ökologischen Seite würde man sagen, es geht um die Artenzahlen oder es geht um die Biodiversität auf dem Niveau der Meere bis hin zur Landschaft oder vielleicht sogar bis zu den Biomen. Es geht um die Funktionen, die diese pflanzlichen Organismen in unserer Welt ausüben, damit eben unsere Dienstleistungen, die sich für unser Weh und Wohl bringen. Wenn man die Pflanzen sich anschaut, nicht ganz unbekannt, aber es sind zum Glück ganz viele Studierende hier, die so eine Art Vorlesung ist, was wir hier halten. Es geht um indigene Pflanzen, also die schon immer da waren, ja. Und ob das jetzt die sind, die der Paul Klee um Dienst gemacht hat, weiß ich nicht, aber gehen wir mal davon aus. Da geht es um solche, die mal zu uns gekommen sind, die sogenannten Archäophyten, vor der historischen Zeit fast, also jedenfalls vor 1500, irgendwie von den Römern oder von denen auch immer zu uns gebracht. Viele von den Nutz- und Zierpflanzen, und da sind wir schon recht nah an dieser Profession, viele von ihnen dann auch verwildert, ja. Also Pflanzen zeigen, dass sie eben mehr können, als brav irgendwo gepflanzt zu werden, anstatt dort zu bleiben, wo sie ihn tun. Viele dann auch Neophyten, eben seit der kolumbianischen Zeit, die dann intervenierend Fremdarten werden. Also die Größten sagen, nicht über die Anteile, das könnte der Pflanzärzte hier nicht besser machen. Das ist einfach mal ganz qualitativ zusammengestellt. Und dann gibt es so einen Grad der Naturnähe dieser Pflanzen, mit dem wir umgehen, und den Grad der Funktion, die sie ausüben, oder der Naturnähe der Funktion, ganz qualitativ mal dahingestellt. Und warum möchte ich Ihnen das vorstellen, dieses Jahr eben als Thema unseres 10. Weinstephaner Forums? Weil eben nicht nur die Landwirtschaft, die das Pflanzenleben in unserer Umwelt massiv beeinflussen, sondern auch der Erdenbau, die Landschaftsarchitektur und die Landschaftsplanung. Und wenn Sie sich so ein bisschen umschauen auf dem Campus und gehen zum Beispiel rüber zu den wunderbaren Staudensichtungsgärten, weil die 20 Buschweiler sehr aktiv ist, dann haben Sie jetzt die fantastischen Herbstrastern, die in allen Farben blühen. Und diejenigen, die genauer hinschauen und botanisch aufgepasst haben, wissen, dass da irgendwelche dabei sind, die wir dann auch in der Isaraue finden. Auch schön da, aber manchmal ein bisschen vieles schön. Wenn wir sagen, es geht nicht nur um Pflanzen, sondern es geht auch um Mischungen, dann gibt es immer wieder neue, innovative Ideen, wie man mischen kann. Aber es treten dabei dann eben auch Dinge auf, wie den Ludwigslatten am Rhein, die dann eben sich natürlichen und Mischungen erzeugen, die unsere Fantasie zunächst überschritten haben. Wenn wir dann sagen, es geht um Gestaltung, Landschaftsarchitekten, eine Profession, von der ich nicht so viel verstehe, passieren eben auch Dinge, die wir so nicht vorhergesehen haben. Eigentlich komisch, dass man das vor 100 Jahren nicht gewusst hat. Auch wieder an dieser ganzen fantastischen Pflanzen, aber die eben uns sozusagen entlaufen ist. Und das wird so weitergehen, können Sie sich beruhigen, es wird ja sehr stark gehandelt. Und wo Pflanzen gehandelt werden, ist dieser Wandel in unserer Flora eben zu erwarten. Dann kommen wir so ganz qualitativ, wie ist das über die Jahre gegangen. Wenn man das jetzt hier platzieren wird, in Ländern in Europa oder weltweit,
wenn Sie sehen, dass besonders dort, wo viel Reichtum ist, Luxemburg, meine ich auch Großbritannien, dort, wo sehr viele Pflanzen unterwegs sind, während es in den ärmeren Ländern in Albanien oder in Bulgarien nicht so stark ein Thema ist. Und das, was so gehandelt wird, das prägt sich da aus in dem, was tatsächlich verwildert. Eine Kollegin aus England, die Katharina Lehn-Schmutz, hat das mal zusammengestellt, sie hat das links oben in der Grafik dargestellt, wie das Verhältnis ist der Pflanzen, die entkommen, zu denjenigen, die nicht entkommen. Und sie hat es in dem Verhältnis gesetzt zur Anzahl der Anzahl der Kataloge im 19. Jahrhundert in England, wo diese Pflanzen erwähnt worden sind. Sie sehen, das ist eine Korrelation, ja. Auch wenn man sich die Anzahl der Gärtnereien anschaut, auf der unteren Ebene, in denen also diese Pflanzen produziert wurden, haben wir da eben auch einen Zusammenhang. Das heißt, je mehr wir so tun mit diesen Pflanzen, desto größer ist eben die Möglichkeit, die Gefahr, dass sie in unsere Umwelt kommen. Und da gibt es zwei Dinge. Zum einen dieses ganz klassische, komplexe Schema, das die meisten von Ihnen mal gesehen haben. Wie funktioniert es, dass Pflanzen, die wir zunächst als harmlos, pflanzbar, ortsfest betrachtet haben, plötzlich anfangen, sich zu entwickeln in die Umwelt, zu sagen, es gibt den Moment, wo sie nativ sind, in fremden Regionen. Sie kommen zu uns, sie werden eingeführt, sie etablieren sich, sie breiten sich aus und damit verbunden sind eben Barrieren, die das Ganze zulassen oder nicht, geografische Barrieren oder um eben Fragen, werden sie hier überleben, sie reproduzieren sie sich, breiten sie sich aus, werden sie dann richtig dramatisch häufig in der Landschaft. Und das ist natürlich auch mit Evolutionsprozessen verbunden, die nicht mehr ganz in unserer Hand sind, wo wir zum Teil züchterisch eingreifen oder auch Arten kreuzen, aber wo es eben dann auch dazu kommt, dass die Pflanzen sich lokal anpassen und plötzlich also dramatischen Erfolg zeigen in der Landschaft, den wir so gar nicht vorhergesehen haben und eigentlich auch nicht so ganz so wollen. Und ich habe mir die Zeit genommen, zwei Dinge zusammenzubinden in diesem Symposium, die ich für wesensverwandt halte, eben zum einen diese schon fast klassische Thematik, invasiver Fremdarten in Verbindung eben zu den Kulturpflanzen, zu den Zier- und Nutzpflanzen, die wir haben, und dann die zweite Thematik, die meinem Lehrstuhl der Naturwissenschaften nahesteht, der Frage, welche Pflanzen verwenden wir denn drauf, wenn wir draußen so landschaften. Und da verwenden wir natürlich in der Regel keine Zierpflanzen, wir verwenden auch keine invasiven Arten, das wäre also ganz, ganz regelfern, aber wir verwenden eben heimische Arten, die aber nicht in den Mengen zur Verfügung stehen auf dem Markt bisher, die sie eigentlich bräuchte, die deshalb in die Produktion gehen müssen, die also landwirtschaftlich produziert werden müssen, wo man auch sagen kann, wie vorhin die Fremdpflanzen, die wir eingeholt haben, laufen, also durchlaufen Veränderungen, so erwarten wir eben auch von den Landschaftspflanzen, dass Veränderungen ablaufen, die werden irgendwo gepflückt und schon wenn der Mensch oder wer auch immer das ist, pflückt oder absammelt, entsteht eine Selektion, wenn es dann auf den Erfahrung auf dem Acker vermehrt, entsteht wieder eine Selektion, die am Boden verhältnissen, die nach Synergisten, die da vorkommen, und dann steht, wenn es ausgepflanzt wird, wird jetzt auch eine gewisse Selektion stattfinden. Das heißt, dieser Kulturpflanzenkomplex, der dann auftreten könnte, wäre also tatsächlich als Gefahr zu sehen. Ja, damit so mal als ganz grobe Einführung. Ich schließe ab mit dem Punkt, wie viel wir eigentlich wissen. Und die meisten von Ihnen hier wissen, dass wir relativ wenig wissen. Das weiß ich ja von der ersten. Ist es klar, dass wir im Prinzip bisher immer noch nicht so gut vorhersagen können, was passiert mit den Pflanzen, die wir rauslassen in die Manege. Aber man weiß so ein bisschen so Faustregeln vielleicht schon. Man könnte mal gucken, ob die Art, die wir bringen, ob die in der gleichen Gattung vorkommt, als invasive Art, ob es großwüchsige, konkurrenzstarke Arten sind, wie also Heracomantica-Zernen oder unsere Goldroten, ob sie in ihrer Heimatregion, in der Einfuhrregion Schadorganismen hat. Das wollen natürlich die Landschaftsgärtner, das wollen die Landschaftsplaner nicht, aber eigentlich müsste man als Ökologe fordern, dass wir nur Pflanzen rauslassen, die man Menschen, die auch irgendwelche Anteile nicht haben. Dann ist die Frage, macht sie vegetative Bewegung, wenn sie also zerbrochen wird, als Wurzeln oder als Rhizom oder als Stängel, kann sie dann wieder sich vermehren, bei aquatischen Pflanzen ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Produziert sie keimfähige Samen, wo man als Ökologe sagen würde, naja, wir machen das so wie bei den gentechnologisch veränderten Pflanzen, wir lassen nur solche raus in die Manege, die sich nicht vermehren kann. Das wäre eine ganz fantastische Sache. Dann haben sie vielleicht keine Blüten, aber naja, das ist ein anderes Thema. Dann ist die Frage, gibt es geeignete naturnahe Standorte für sowas, also wie bei uns in dieser Arazie, im südlichen Amerikaner, die ein eifriger Gärtner aus Frankfurt mal in die Taunus
Hangbäche reingepflanzt hat. Das gab offenbar sehr geeignete Standorte für diese Art und es war eine furchtbare Arbeit, sich da loszuwerden. Ja, das ist so der Rahmen, ein bisschen anekdotisch, dass Sie verstehen, warum ich sich in dieser Manege zusammenbringe, also Pflanzen, die immer so bekannt Arten sind und eben diese Problematik der Provenienzwahl bei heimischen Arten, die wir in die Landschaft bringen, weil ich glaube, dass das eben zwei Enden des gleichen Gradienten sind. Also, machen wir weiter und gucken, was auf Sie heute zukommt, weshalb Sie gekommen sind. Wir haben eine ganze Reihe von prominenten Rednerinnen und Rednern gewinnen können für diese Stelle, für das Symposium. Wir fangen an hier im Haus, weil das Gute immer so nahe liegt. Ferdinand Ludwig ziemlich frisch berufen macht, ich werde ihn gleich vorstellen, macht den Anfang. Dann kommt der Professor Kühn aus Berlin, der hier mal ausgebildet worden ist, der sozusagen den nächsten Schritt geht. Herr Kühn wird uns darstellen, was man mit Pflanzen so alles machen kann. Ganz neue, spannende Sachen, die dann vielleicht später mal investiert werden, wer weiß. Herr Kühn zeigt uns, was man so in der Stadt und Stadt ja, tut mit Pflanzen, um die urbanen Räume aufzuwerten. Kommt die 20 Durchweiler von der Hochschule Rheinstadt am Fiesbach dazu, die sich eben sehr gut auskennt mit Staudenpflanzen und sehr viel geforscht hat im Bereich Pflanzenverwendung. Und sehen Sie, es geht weiter zur Frage, was passiert jetzt mit diesen Pflanzen. Dann wird also Anna Hoher-Hauber uns was sagen, was für Herausforderungen wir haben, wenn wir also in Landschaften Pflanzen auswählen, was wir für ökologische und genetische Dinge da berücksichtigen müssen. Dann haben Sie eine Kaffeepause, eine Mittagspause verdient, machen Sie einen ganz kleinen Block. Und dann werden wir am Nachmittag weitergehen mit Franz Essel aus Wien und uns fragen, wie eben solche unterwilderte Gartenpflanzen invasiv werden können. Dann kommt Tina Hicker dazu und wird uns mehr Richtung Evolution konzeptionell diese invasiven Pflanzen einführen. Und zum Schluss kommt Marc und Freude aus Konstanz, der eben auch evolutionäre Aspekte diskutieren wird. Die meisten Vorträge sind auf Deutsch. Marc wird wahrscheinlich auf Englisch sprechen. Anna wird auch auf Englisch sprechen. Sie können aber auch Deutsch fragen. Beide sind wirklich sehr gut im Deutschen unterwegs. Zum Schluss darf ich nicht vergessen, erstmal dem Andreas Prinz zu danken, dass er das organisiert hat. Und der Frau Justen, die auch vorne sitzt und uns hilft. Dann möchte ich den Sponsoren danken, dass sie also uns unterstützen. Emma Bodemann erste und die Spielzeugfreunde, die in der Mitte stehen. Und zum Schluss danke ich natürlich, dass Sie gekommen sind, dass Sie das überhaupt interessant finden. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Vormittag.